Hallo und herzlich willkommen zum Sooner Podcast. Der Podcast, bei dem wir mit unterschiedlichen FilmemacherInnen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Lieblingsfilme auf Sooner sprechen. Sooner ist eine europäische Streaming-Plattform mit Sitz in Berlin, wo ihr exklusive Festival-Highlights, aber auch aufregendes Kino einer neuen Generation von FilmemacherInnen finden könnt. Ich bin Vera Hanna Wildfang und heute darf ich mit Filmemacherin Alina Iklimova sprechen. Sie ist Teil von Into the Wild, einem Mentoring-Programm für junge Filmemacherinnen. Wir sprechen über Alinas eigene Filme Störenfrieda und Kurschatten, die Zeit bei Into the Wild und ein paar ihrer Lieblingsfilme auf Suna. Viel Spaß! Du bist ja Mentee bei Into the Wild. Wie kamst du denn dazu? Oder genau, wie hat es so irgendwie für dich angefangen? Also ich habe mich beworben, wie alle anderen auch, und ja, wurde ausgesucht. Aber es hat, also der Wunsch, mich zu bewerben, der war schon vor der Filmakademie. Also ich studiere gerade immer noch ja, szenische Regie an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und noch vor der Filmakademie, als ich irgendwie davon geträumt habe, an eine Filmschule überhaupt zu gehen, war ich mal auf so einer Veranstaltung von Into the Wild und man muss sagen, davor, also mein erstes Studium sozusagen, das war auch ein grundständiges Filmstudium, aber eben keine Filmschule und da waren wir 70 Leute und ich war eine von fünf Frauen Was? und ansonsten waren es nur Männer und bei der Eignungsprüfung dort war das so: Ah ja, du wirst eh genommen, weil Frauen werden bevorzugt, weil keiner bewirbt sich als Frau da. Genau, also da wurde ich auf jeden Fall genommen, war aber trotzdem in so einem Männerdomizil, was gar nicht schlimm ist. Also so, ich fühle mich eben mit allen wohl, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz war das mit dieser Into the Wild-Veranstaltung, die ich betreten habe, zum ersten Mal, dass ich nur so Frauen, die das Gleiche machen, wie ich das machen möchte, also Filmschaffende. Das war irgendwie cool. Also, weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist so, als ob man plötzlich mit Gleichgesinnten, also noch mehr mit Gleichgesinnten, weil das gleiche Geschlecht, ich weiß gar nicht, ob das ist auf jeden Fall. Genau, und so, das war das erste Mal, dass ich da das mitbekommen habe und hab dann. Ja, wollte einfach noch jetzt an diesem Programm teilnehmen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Sprungbrett, würde ich sagen. Oder auch ein kleines Kollektiv. Also ich bin jetzt gerade auch, wir sind auf einem zweiten Drehbuchcamp und schreiben und ich genieße diese Woche, weil wir alle so parallel am Arbeiten sind und zwischendurch uns treffen und uns irgendwie updaten, uns einander Tipps geben. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich jetzt Menschen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, auf jeden Fall auch noch in meinem weiteren Leben auf die eine oder andere Weise auf jeden Fall ja bleiben. Und das ist auf jeden Fall cool, weil man so intensiv, glaube ich, ja nur im Studium ihre Leute kennenlernt oder nicht mal im Studium, weil ja, ist schon mal dann. Jetzt rede ich die ganze Zeit, ich rede so, Das ist ich voll hoffe, ich kann okay. mich Das ist voll okay. Aber ob mir also, irgendjemand folgen kann, heißt du, Hauptsache, du kannst mir folgen, dann ist ja, gut. nee, ich kann dir auf jeden Fall folgen. Ich bin immer noch an dem Fakt, dass du gesagt hast, dass du eine von fünf Frauen warst, also bei dir an der Uni, wo wie viele Leute waren? 70 oder so, hast du gesagt? 70 im Jahrgang, genau, 70 im Ist Jahrgang und fünf Frauen. Weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, aber interessanterweise, also es ist, also an der Filmschule, in der Filmakademie ist es ganz anders. Also da habe ich zwar auch angefangen als eine von sieben, also so Regie zu studieren, aber das hat sich dann, bin ich irgendwie, habe ich Urlaubsjahre gemacht und dann, also letztes Jahr war ich ich glaube, wir waren zu siebt, das hat sich durchgewechselt, aber es waren zwei Typen und der Rest waren Frauen.
Also, und angefangen habe ich umgekehrt. Also, ich war die einzige Frau zwischen den sieben. Also, es ist, aber es ist, wechselt immer wieder, aber es ist ja eine Tatsache, dass die Hälfte der Absolventinnen eben Frauen sind. Ja. Ja, krass. Ja, Into the Wild ist ja auch, also ein dezidiert feministisches Projekt, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und würdest du so sagen, dass auch, also wir kommen auch gleich auf jeden Fall noch zu deinen Filmen, besonders bei Störenfrieda ist ja auf jeden Fall, also zieht sich ja sowas Feministisches auch mit. Ich bin auch sehr gespannt, was du gleich dazu sagen wirst. Aber so, würdest du sagen, dass es auf jeden Fall auch einen Unterschied macht, irgendwie so explizit weibliche Perspektiven in Filmen zu haben? Also, dass es irgendwie was anderes ist und sozusagen was Wichtiges? Also, aber auf welche Weise meinst du das? Also weibliche Protagonistinnen. Ja, und also nicht, also auch. Aber insbesondere auch in der Regie oder hinter der Kamera, also sozusagen, dass, also dass die Position, die die Menschen sozusagen haben, die den Film machen, auch den Film irgendwie mit beeinflussen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, also glaube fest daran, dass jede, also Regie ist eine, ja, ein Kunsthandwerk im Endeffekt. Und natürlich, je nachdem, welche Person das, ja, was die Person erlebt hat, äußert sich in der Kunst irgendwie wieder, nicht unbedingt eins zu eins. Und es ist, also ich glaube schon, dass man das Kunstwerk von einem Künstler abtrennen kann, so, aber nichtsdestotrotz beeinflusst es natürlich das Endergebnis. Und da ist es, also, ja, also es kommt natürlich darauf an, welches Geschlecht du hast, wo du herkommst, welchen kulturellen Background du mitbringst, was du für, ja, vielleicht Diskriminierungserfahrungen mitbringst oder nicht. Und dann dementsprechend, in was du dich dann reinversetzen kannst oder nicht. Also ich würde nicht, also ich würde nicht jedem männlichen Kollegen absprechen, die Fähigkeit, sich empathisch auch in eine Frau reinzuversetzen. Das, auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass der männliche Blick auf eine weibliche Protagonistin zum Beispiel sich schon grundsätzlich unterscheidet oder meistens unterscheidet von dem weiblichen Blick, weil man eben mit dem eigenen Körper eine andere Erfahrung hat und das dann anders auf einen ähnlichen Körper projiziert. Schon. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie befriedigend war. Voll. Nee, ich, also frage auch, weil sich das, glaube ich, durch die letzten Interviews auch so voll gezogen hat, dass halt also die Menschen, die die Filme sozusagen gemacht haben, einfach einen, so einen anderen Blick vielleicht auf Diskriminierung zum Beispiel hatten und so, ja, einfach, also, dass es einfach einen Unterschied sozusagen macht und auch in der Repräsentierbarkeit, also wen du sozusagen auch dann vor die Kamera setzt, hat ja auch eine Wirkung auf das Publikum irgendwo, und kann auch irgendwie helfen, so zu zeigen, hey, ich setze jetzt eine Protagonistin vor meine Kamera und zeige dadurch, es gibt auch Protagonistinnen und nicht nur sozusagen Cis-Männer oder nicht so, nicht nur sozusagen eine männliche Erfahrung, sondern auch andere Erfahrungen. Und darüber haben wir ganz viel gesprochen in so den anderen Interviews. Deswegen habe ich gefragt. Und dann komme ich, glaube ich, auch direkt zu deinem Film Störenfrieda. Als ja auch, also ich habe ihn mir auch angeschaut und ist ja ein sehr politischer Film auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen frei erzählen, wie du so dazu gekommen bist, den zu machen, was irgendwie der Hintergrund war. Genau.
Mich würde es tatsächlich gleich interessieren, was du damit meinst, dass es feministische Einflüsse hat, der Film. Aber ich kann dir mal erzählen, ich war so, hä, der ist doch feministisch oder nicht? Also grundsätzlich, das war mein Drittjahresfilm an der Filmakademie und ich hatte richtig Lust mit der Drehbuchautorin Lisa Brunke und der Szenenbildnerin Nele Seifert zusammenzuarbeiten. Also haben wir uns einen Tag in einen Raum gesperrt und haben überlegt, was für einen Film möchten wir machen. Und damals hat es auf jeden Fall, damals, vor diesen ewigen Jahren, hat uns auf jeden Fall ein Thema beschäftigt, was auch innerhalb der Filmakademie so war. Eben das war ja irgendwie auf jeden Fall so ein Geschlechterkampf in dem Sinne. Wir haben, also wir hatten das so auf Zettel aufgeschrieben, was für ein Film wir uns noch oder was für Themen uns noch irgendwie interessieren. Und eine der Sachen war, dass wir alle gesagt haben, irgendwie haben wir alle Daddy-Issues, nenne ich es immer. Also so irgendwie ein Problem mit dem Vater. Also so recht unterschiedliche, aber trotzdem nichtsdestotrotz ist da ein Problem und ja, ich glaube, was war das dritte? Ah ja, und dann wollte, das war Lisas Ding, sie wollte unbedingt was in dieser im Ruhrpott machen. Also so im Ruhrpott schreiben, weil sie kommt aus der Gegend und sie hat also sie hat sich zu dem Zeitpunkt sehr gerne eben mit so ja, mit den Bergarbeitern und der ganzen Kultur und den ganzen damit verbundenen Sachen beschäftigt. Genau, und aus diesen drei Sachen haben wir dann relativ schnell den Plot geschrieben. Ein lesbisches Paar hat eine Kneipe, was ein Safer Space ist, und der Vater kommt in die Kneipe und möchte da wohnen, obwohl das irgendwie nicht für ihn geschaffen ist. Und daraufhin hat auch eine Recherche angefangen, weil also so für mich war, ich war noch nie im Ruhrpott zu dem Zeitpunkt. Ich komme selber, bin ich hauptsächlich in Hessen aufgewachsen. Dementsprechend bin ich mit der Lisa dann dahin gefahren und habe irgendwie diese Kultur, würde ich sagen, kennengelernt oder die Menschen dort. Und ich glaube, das Besondere und das, was ich auch so im Nachhinein auch erst verstanden habe, warum Lisa unbedingt darauf bestanden hat, dass wir das dort schreiben, dass diese Gegend so geprägt ist eben von den ja also so von diesem Bergarbeitertum, wie nennt man das? Bergbau. Ja. Bergbau, Dankeschön. Vom Bergbau und eben dieses, das ist so eine Arbeiterkultur und alle sind so recht ehrlich und auf Augenhöhe immer. Und da kommt, also da ist so ein grundsätzlicher, ich würde sagen, das ist allgemein im Arbeitermilieu so, dass man irgendwie versucht, immer so eine Augenhöhe herzustellen. Aber da war eine Geschichte zum Beispiel von einer, die erzählt hat, dass sie von ihrem Vater hat, dass sie, wenn sie den Tisch deckt, dann deckt sie immer, haben sie immer für den Vater gedeckt, für sich gedeckt, also für den Vater, für sie und dann noch ein drittes gedeckt, falls ein Obdachloser vorbeikommt, der irgendwie auch mitessen möchte. Also das ist so eine Herzlichkeit und so ein Humanismus, der irgendwie, da war ich so, okay, das ist Teil dieser Kultur. Und das war uns eben auch explizit wichtig, dass wir, wenn wir Gunther schreiben, der eben ein weißer Cis-Mann ist, der aber trotzdem eigentlich genau eben diesen Humanismus einerseits mitbringt und andererseits eben nicht versteht, was eigentlich mit der Welt los ist. Der hat irgendwie jahrelang sein Ding gemacht, hatte irgendwie jahrelang seinen Job auch und plötzlich bröckelt alles und er verliert alles und also so. What happens here? So, das war so ein Teil, was wir recherchiert haben. Und dann den anderen Teil war eben den feministischen Teil. Also so, da haben wir wirklich auch
hinterfragt, was ist Feminismus heutzutage? Wie wird das irgendwie, gibt es safer Spaces? Also wie sehen sie aus? Wie schützt man sie? Ist es legitim, überhaupt einen safer Space zu haben oder nicht? Ist das nicht auch diskriminierend? Was sehr oft ja auch von, also so kommt, warum darf ich hier nicht rein, wenn ich ein Mann bin? Das ist ja auch voll diskriminierend. Ja? Genau, also so, da kann man irgendwie, hat eine sehr schöne Reise begonnen und da haben wir wirklich sehr viele schöne Gespräche geführt und daraus dann diesen Film. Ja, genährt, würde ich sagen. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es, also beim Film habe ich mich, glaube ich, gefragt, was sozusagen die Message irgendwie dahinter ist, weil ich so dachte, ja, das irgendwie, also wenn man so aus feministischen Kreisen kommt, kennt man das Problem und so, man kennt irgendwie vielleicht auch cis-männliche Freunde, die es eigentlich dann gut meinen und aber irgendwie nicht checken, dass sie vielleicht gerade einfach nicht erwünscht sind, dass es nicht ihr Space gerade ist. Ja, deswegen so vielleicht die Frage, wie dann sozusagen auch euer Drehprozess war oder wie ihr so darauf gekommen seid, wie ihr die Geschichte vielleicht erzählen wollt. Wenn du Aber verstehst, was was. wäre, aber nur, darf ich noch kurz eine Gegenfrage? Was wäre für Ja, dich klar. denn die Message? Oder hast du für dich denn eine Message rauslesen können? Ich glaube auch so halt, also es waren so verschiedene Sachen, glaube ich, für mich. Also auf der einen Seite so diese Diskussion, was du auch gerade schon gesagt hast, zu so Safer Spaces, also die Legitimität irgendwie und vielleicht auch so der Blick von außen, so was ist das eigentlich und warum brauchen wir das irgendwie? Was ja durch irgendwie Gunther zum Beispiel dann kommt, wo er dann diesen Space halt invadet, sag ich mal, und einfach nicht versteht, warum es jetzt nicht okay ist. Das war, glaube ich, so die eine Sache und dann eben auch die, also zweite Sache, es waren nämlich drei Sachen. Zweite Sache, so diese Vater-Tochter-Beziehung, also oder generell vielleicht einfach so, jetzt fehlt mir das Wort, stellvertretend, genau, für so Familienverhältnisse, dass man vielleicht bei der eigenen Familie einfach so manchmal auch ein Auge zudrückt oder halt so eben denkt, ja, die Person meint es jetzt aber nicht so, deswegen sage ich jetzt vielleicht irgendwie nichts, oder lasse es einfach so sliden, wenn irgendein Argument kommt, was aber eigentlich nicht geht. Und dass man so im Zwiespalt, glaube ich, oder ich bin auch im Zwiespalt mit mir selber, wann sage ich was, wann ist es irgendwie wert, jetzt eine Diskussion anzufangen, zu meinen eigenen Werten. Und dann eben, ja, so die dritte Ebene, dass Gunther als Figur das eigentlich nicht böse meint, also keine Intention hat, einen Space wegzunehmen oder nicht die Intention hat, irgendwie diskriminierend zu sein, aber es einfach nicht besser weiß. Und vielleicht halt so die Frage, wie kann man mit solchen Menschen umgehen? Das habe ich mich dann so im Nachhinein gefragt. Wie kann man es schaffen, solche Leute irgendwie mitzunehmen und zu integrieren und zu sagen, hey, das ist irgendwie so unsere Welt und es ist uns wichtig, dass du das respektierst. Wir respektieren, dass du von woanders kommst und so andere Erfahrungen mitbringst, ohne dass es eben ja eine Diskussion, also eine ausartende Diskussion wird, wo irgendwie dann niemand mehr was sagen kann. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich mir gedacht habe. Ja, cool. Es ist also so, dann hat der Film doch das geschafft, was wir wollten. Weil ich glaube, also so eine richtige Message würde ich nicht sagen, dass wir irgendwie haben, sondern es ist so ein Anstoß. Ich glaube, eine der schönsten Screenings, die ich hatte, war in meinem Freundeskreis, dass ich den Film gezeigt habe und dann haben wir irgendwie 2,5 Stunden über diesen Film diskutiert, beziehungsweise über diese ganzen Thematiken und so. Und es hat nicht aufgehört. Also ich saß nur daneben und habe irgendwie so, während die anderen geredet haben, ich war so, wow, was für ein Geschenk. Und ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, dafür mache ich Filme, denke ich mir.
abseits von, das muss jetzt so sein, sondern genau darüber sprechen. Und zu dem Filmprozess, uns war es wichtig, also es ist interessant, weil ich habe damals auch ganz viel auch gehört, so, ah ja, wir, und ich kenne auch nach wie vor Kolleginnen, die sagen, okay, wir wollen Flinter, Team. Wir haben genau das Gegenteil ausgeschrieben, wir wollen ein, also auch explizit Cis-Männer sozusagen in unserem Team haben, um auch aware darüber, also damit auch umzugehen und darüber zu diskutieren, was, wie, wieso. Bin mir nicht sicher, ob wir das im Endeffekt so aware geschafft haben. Aber nee, also es war trotzdem das Thema. Ich habe auch irgendwie mir, ich denke mir mittlerweile, okay, je nachdem, was du für einen Film machst, das muss man auch, also das ist zwangsläufig, ist es in dem Team irgendwie die ganze Zeit so Thema. Und damit muss man sich in, so auseinandersetzen und beschäftigen und kann auch nicht so sagen, ah, okay, man verschließt das. Ich glaube, doch, also so grundsätzlich haben wir ja schon eine schöne Zusammenarbeit gehabt. Es war halt überschattet von Corona. Das ist, deswegen kann ich da auch viele Dinge nicht unterscheiden. Also wir haben ja mitten in der Pandemie eigentlich gedreht und im Winter, ich glaube, es war Dezember, wir mussten viel lüften und es war kalt. Harte Zeit auch im Dezember. Ja, no. Ja, aber spannend, dass du sagst, dass ihr sozusagen explizit All Gender euer Team irgendwie gestalten wolltet. Also du hast gerade gesagt, so es war vielleicht nicht so aware, aber was oder nimmst du irgendwie was mit so aus dem Prozess, dass ihr sozusagen ein gemischtes Team wart? Ich habe ehrlich gesagt noch nie in einem nicht gemischten Team gearbeitet. Ja, Deswegen weiß gut. ich auch nicht, wie das ist. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube allgemein für mich, und es ist auch schon immer auch so, also deswegen musste ich auch viel recherchieren. Für mich war das Gender noch nie so richtig ein Thema. Bis zu diesem Punkt, wo mir gesagt wurde, ah ja, du hast es ja eh leicht, weil du eine Frau bist. Also so, und das ja irgendwie öfters. Ich glaube, ich versuche trotzdem in meiner Arbeitsweise und irgendwie grundsätzlich irgendwie nicht damit, also das nicht nach vorne zu schieben. Also von wegen so, ah okay, das, sondern die Menschen wegen ihrer Arbeit anzufragen und nicht wegen ihrem Geschlecht. Und da auch nicht ausschließend zu sein, aber auch, also natürlich trotzdem, aber weiß nicht, jetzt in meinem nächsten Film möchte ich mit einer Kamerafrau zusammenarbeiten. Nicht, weil sie eine Kamerafrau ist, sondern weil die Arbeit mit ihr so gut war. Ich habe einen Kurzfilm, also einen anderen Kurzfilm mit ihr gemacht. Und es war, als ob wir irgendwie ein Gehirn wären, das spricht während die, und das möchte ich natürlich nicht missen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt wegen, also an ihrem Geschlecht liegt, sondern einfach, weil wir uns menschlich super gut verstehen. Ja. Ja, So, toll, und das das ist also das Gleiche passiert, also ja, immer ein. Ich habe früher, hatte ich auch sehr viele, oder beziehungsweise ich habe auch sehr viele männliche Freunde und war in dieser Darmstädter Zeit, wo ich ja, also mein erstes Studium. Es ist auch eine männerdominierte Stadt und da ist man zwangsläufig in so einem, also mit ganz vielen Männern umgeben und das hat mich auch nicht gestört. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, oh, Sexismus. Also keine Ahnung, ich war da vielleicht, entweder war ich nicht aware oder es war einfach nicht vorhanden, weil es einfach coole Leute sind. Obwohl sie männlich sind, also weiß nicht. Dementsprechend, ich glaube, deswegen hat, also, deswegen war mir auch dieses Thema oder dieser Film so wichtig, mich damit zu beschäftigen und das überhaupt auch für mich zu hinterfragen, okay, wie weit, und ich habe nach wie vor die
Auch wenn ich jetzt in einem feministischen Programm bin, etc. Also es ist, ja, klar unterscheiden sich gewisse Dinge. But not all men. Ja, voll. Ja, ich finde es voll spannend, weil ich also würde mich selber als so sehr radikal bezeichnen oder als so sehr queer-feministisch und ich, also beschäftige mich schon lange irgendwie mit diesen Themen, auch in meinem Studium und so. Deswegen ist es voll spannend, einfach auch so Perspektiven wie deine, glaube ich, gerade zu hören, wenn du sagst, ey, ich bin mit voll vielen Männern irgendwie aufgewachsen und es war einfach nicht so ein Ding und es war nicht so ein Thema. Und dann habe ich einen Film gemacht, der so voll feministisch ist und irgendwie eine Diskussion startet über so Spaces und so, wem gehört es und so, wie machen wir eine Diskussion. Ich finde es so voll spannend, weil es so, für mich hatte der Film so voll viele verschiedene Ebenen irgendwie, mit denen ich auch so ganz viel anfangen konnte, auch wenn ich vielleicht aus so einem ganz anderen Kontext irgendwie komme, aus einem anderen feministischen Kontext, keine Ahnung. Ja, deswegen so finde ich es voll spannend und auch also spannend, dass du sozusagen sagst, ja, ich habe immer mit einem gemischten Team gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwie ist. Und also es gibt bestimmt so unterschwellige Sachen, die man vielleicht gar nicht so bemerkt, wie es dann anders ist in der Beziehung oder so. Aber es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Es sind halt Dinge, die man bemerkt und an denen man dann auch irgendwie arbeiten kann, vielleicht. Voll, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also das ist ja genau das Ding. Ich glaube, ich beschäftige mich gerade für meinen nächsten Film. Das wird mein erster Langfilm. Beschäftige ich mich gerade mit meiner Identität, also nochmal ein bisschen mehr dahingehend, das ist also meine russische Identität. Ich bin halb Russin, halb Turkmenin, komme ursprünglich aus Turkmenistan, bin, also ja. Und ich durch den Ausweitung des Krieges in der Ukraine, da hat es spätestens angefangen, dass ich gesagt habe, okay, wer bin ich? Wie fühle ich mich? Was will? Da habe ich auch sehr viel, also mich sehr viel eben mit verschiedensten Seiten auseinandergesetzt und bin auch, also immer wieder, auch in dem feministischen Kontext, bin ich auch immer wieder so in aktivistische Kreise, ja auch zur Recherche gegangen. Es interessiert mich total und ich bin so, also so diese starken Meinungen oder so, so dieses Schwarz, also ich nenne es Schwarz-Weiß-Denken, weil für mich ist es irgendwie Schwarz-Weiß-Denken, weil ich kann mich da sehr schnell und sehr gut reinversetzen und erwische mich auch immer wieder so, ah, okay, jetzt habe ich eine Meinung. Und am nächsten Tag wache ich auf und bin so, aber es könnte doch so sein. Und wenn man, aber wenn man so ist und so aufgewachsen ist, dann könnte man das doch so. Und ich glaube, also ich bin, einerseits bin ich selbst genervt von mir, weil ich irgendwie meine Meinung, so wie meine Unterhosen wechsle wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Filmemacherin zu sagen, okay, oder sich immer wieder zu fragen, ja, aber wie wäre es anders? Damit ich eben keinen Meinungsfilm mache oder kein, also so, ah, so ist das, sondern einen Film mache, wo Leute darüber diskutieren können und sagen, also sich selber immer wieder sehen können, obwohl sie aus verschiedenen Kreisen kommen. Ein Freund von mir, und ich benutze es so gerne oder habe es für mich auch immer wieder so als ein schönes Bild festgestellt. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Filmemacher sind Touristen im Leben anderer. Spannend. Ja, und ich bin gerne Touristin. Auch wenn ich mich, also klar beschäftige ich mich mit Themen, die mich auch auf jeden Fall beschäftigen, also ja, beschäftigen und irgendwas mit meiner Identität zu tun haben und so, aber genau, ich glaube, ich halte mir immer so eine Hintertür offen und bin dann so an beim nächsten Mal doch wieder raus, damit ich wieder weitergehen kann. Und aber auch keine Wertung. Also meinen Protagonisten gegenüber habe, würde ich sagen. Also das ist jetzt gerade
gerade auch, also so, ich habe meine Protagonistin gerade, mit der ich mich beschäftige, ist eine pro-russische Putzkraft in Deutschland. Wow, krass. Ja. Ja. Und ich liebe sie. Und sie liebt auch. Und das ist das Wichtige, glaube ich. Und das ist, ich habe auf jeden Fall, bin gespannt und ich habe auch auf jeden Fall auch Angst, wie die Leute sie wahrnehmen werden und wie das ganze Familienkonstrukt etc. auch wahrgenommen wird. Aber ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, und ich hoffe, das sieht man auch bei Sternfrieda, dass man trotzdem eben so eine grundsätzliche, ja, das ist, also sieht, dass Menschen, egal wie sie denken, dass sie trotzdem ja im Grunde gut sind. Das ist meine tiefste Überzeugung, außer bei Politikern, würde ich sagen. Ja, kann ich ja auch verstehen. Ja, aber spannend auf jeden Fall. Ich finde so, du hast voll wichtige Punkte irgendwie gesagt, die auch für mich so ganz stimmig sind, glaube ich, wenn ich, also ich mache selber keine Filme, aber ich gucke ganz viele Filme oder beschäftige mich viel irgendwie mit Film und finde es eigentlich ziemlich krass, wenn Filme das schaffen, so verschiedene Meinungen irgendwie zu vereinen oder so verschiedene Positionen in unserer Gesellschaft oder irgendwie Hintergründe oder was auch immer, so anzusprechen, sodass du halt selber auch so deine Geschichte oder was auch immer in den Film mit reindeuten kannst. Und ich finde, es ist eigentlich so was ziemlich Starkes, wenn ein Film das schafft, dass so voll viel Spielraum irgendwie noch bleibt, für sich selber dann sich noch was dazu zu denken oder auch so sich halt so ein bisschen auszusuchen, was will der Film mir irgendwie sagen und welche Fragen stelle ich mir vielleicht jetzt? Meine Fragen sind anders als die Fragen von einer anderen Person, die vielleicht von woanders kommt, ein anderes Geschlecht hat oder so. Deswegen mach einfach weiter, was du machst. Ich jetzt mal so platt sagen. Ja, aber du hast auch ganz kurz über deinen anderen Film gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob du Kurschatten meinst. Ja, weil der ist ja ganz anders als störend wieder. Ja. Willst du da einfach kurz so ein bisschen was erzählen, wenn du magst? Sehr gerne. Also der ist auch ganz anders, aber ich hoffe doch auch sehenswert. Er ist eher so eine innere Reise. Also ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen den beiden, das eine ist so nach außen, das andere ist so nach innen. Also ich glaube, innere Reise beschreibt diesen Film am meisten. Und der, das war auch mit einer Drehbuchautorin, Una von Meidel. Also beziehungsweise sie hat es hauptsächlich geschrieben. Ich bin dazugekommen als Regisseurin im Rahmen, es ist auch im Rahmen der Filmakademie entstanden. Wir haben so ein cooles Programm für Producer, Produzentinnen, ein Jahresprogramm, wo wir auch international, also die Chance haben, international zu arbeiten, also so mit Leuten aus dem näheren Ausland. Genau, und dieser Film ist dabei entstanden und es geht um eine Opernsängerin, die ihre Stimme verliert und dann wiederfindet. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ja, also ich fand so voll, der Film ist ja auch so surreal, so ein bisschen. Meine alte Liebe. ja, also ich habe den, glaube ich, vorgestern mir angeschaut und war so, ich fand den irgendwie voll krass. Also auch wenn es nur so 8 Minuten sind, weil es so, fand ich es mega intens. Und ich glaube, so, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ich den so intens fand. Aber ich glaube, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wie ihr auch gedreht habt und dass es so ganz nah irgendwie am Körper war und so voll so Berührungen irgendwie so total nah waren und sowas. Und das fand ich voll spannend, weil es so ganz weit weg von meiner Lebensrealität ist, aber ich es trotzdem so sehr intensiv irgendwie spüren konnte. Das fand ich ganz spannend irgendwie. Oh, schön. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, also der, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, der Surrealismus ist auf jeden Fall eine alte Liebe von mir. Ich bin auch auf die Schule, auf der Filmschule gelandet und war so,
Ich bin Surrealistin. Ich mache nur surrealistische Filme. Dann habe ich so einen Film nach dem anderen gemacht, wo alle sich so gedacht haben, so, hä, verstehe ich nicht. Ich war so, ja gut, dann fange ich jetzt an, Filme zu machen, die jemand versteht. Weil eine Dozentin hat immer gesagt, so, Alina, du bist immer so nebulös. Ja, und ich glaube, also Kurschatten ist auf jeden Fall ein Film, wo ich diese Liebe einmal geschafft habe, so zu verpacken, dass man sie versteht und sie greifen kann, weil ich herausgefunden habe, was die dramaturgischen Tricks sind, um ja mit Surrealismus zu hantieren. Surrealismus ist ja nichts anderes als eine Traumwelt, also diese innere Welt. Und ich beschäftige mich, also wahrscheinlich wie jeder, aber ich beschäftige mich mein Leben lang mit der inneren Welt. Ich habe ein Faible für so Träume und ja, was luzides Träumen, aber auch irgendwie das Übernatürliche könnte man beschreiben. Nicht esoterisch unbedingt, aber trotzdem, also diese mögliche Welt, die irgendwie parallel zu unserer existiert, sei es irgendwie innerlich oder äußerlich. Das ist alles so Horrorfilm, großartig. Und David Lynch. Ich habe den früher sehr gerne geguckt und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe herausgefunden, ah, David Lynch ist krass inspiriert von Maya Deren. Maya Deren ist eine der ersten Surrealistinnen, also so eine der frühen Surrealistinnen und sie hat sehr viel alleine gefilmt und die Filme sind auch immer noch auf YouTube zu sehen. Und da sind auch auf jeden Fall, wir haben für den, also für Kurschatten auf jeden Fall so ein, zwei Tricks von ihr genommen, um diese durch die Welten zu gleiten. Ja, das sind so, das sind diese Gedanken. Es hat Spaß gemacht und ich würde gerne das noch weiter. Also es ist genau, das ist diese, es ist sehr schwierig, glaube ich, oder das wurde mir auch so, also sagen einfach alle immer wieder, es ist schwierig mit so Genre oder irgendwas, was außerhalb von dem realistischen Drama ja auf dem deutschen Markt, vor allem so als Einsteigerin da anzukommen, dementsprechend ja, muss man damit so ein bisschen hantieren, beziehungsweise habe ich das Gefühl, ah, man kann das schon machen, aber ja, auf einer anderen Weise. Also es ist genau. Ich meine, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die auf jeden Fall ganz tolle, abgefahrene Filme machen. Ich weiß nicht, ob du den Theorie von allem gesehen hast, der jetzt letztens rausgekommen ist im Kino. Ja, es ist auf jeden Fall, also so, der spielt mit so, auch so, also so Realismus würde ich es nicht nennen, aber so Parallelen, Zeitparallelen. Ist auch ein Alumni, deswegen nenne ich ihn, also so dementsprechend. Ich fand es sehr beeindruckend. Der hat sehr lange an diesem Film gearbeitet und hat so ganzes Herzblut reingegeben und so. Und sagt aber auch, okay, ich mache nur Filme, die irgendwie, ja, die komplett so auf diesem Niveau von, ja, Wahnsinn, würde ich schon fast sagen, stattfinden. Das hat er nicht gesagt, aber ich lege es ihm ins Wort. Genau, und lief jetzt in Venedig damit und so, läuft im Kino und es ist ein wunderbarer Film. Aber es ist natürlich was, also ja, ich weiß nicht, ob ich spreche wahrscheinlich jetzt in Rätseln, aber es ist irgendwie was anderes. Ist auch geil. Ja. Habe ich jetzt. Aber alles gut. Es ist ja, also ich finde es halt gerade sehr, was du gerade so gesagt hast, oder dass du, wenn du jetzt sagst, du hast so in Rätseln gesprochen, ich konnte dir einigermaßen folgen. aber genau das hat ja so, also haben ja vielleicht so surreale Filme auch gemeinsam oder so Filme, wo es irgendwie um Traum und um wie andere Welten geht oder Parallelen oder innere Welt oder so. Es ist halt nicht so geradlinig wie ein anderer Film und es ist halt vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Heißt, vielleicht verzettelt man sich dann auch irgendwie in dieser Welt
so wie du dich vielleicht gerade ein bisschen verzettelt Ja. hast in dieser Welt. Und also, ich glaube, so ein bisschen früher hätte ich damit nicht so viel anfangen können, so bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube, mittlerweile, wenn ich mich so ein bisschen drauf einlasse und so denke, okay, was ist das jetzt so? Dachte ich auch am Anfang bei Kurschatten, war ich so, okay, und jetzt hier so eine Gans und ich check's irgendwie nicht so richtig. Aber dann so später wurde es so voll intensiv und richtig emotional und ich glaube, wenn man sich drauf einlässt, dann kann es einen auch so voll berühren. Vielleicht sogar auch mehr als so ein geradliniger Film, weil es halt nicht dir direkt vorzeigt, was du jetzt denken sollst, sondern du halt so in deinen eigenen Gefühlen dann irgendwie bist und es irgendwas in einem selber so ein bisschen macht. So ging es mir zumindest. Vielleicht geht es ja anderen Menschen auch so, wenn sie solche Filme schauen. Voll, ich Genau. glaube aber, du sagst ja schon was das ist, man muss sich drauf einlassen. Ich glaube, und so sich damit abfinden, dass du nicht bei der Hand geführt wirst, sondern so einmal so richtig fallen lassen und gucken, was mit dir passiert. Das ist ja eine ganz andere Gewohnheit, das ist eine Sehgewohnheit, die ich hier ja abverlangt ist. Und man muss den Film auch anders denken, wenn man den macht, das meine ich. Das ist irgendwie, trotzdem haben wir ja eine Dramaturgie da drin. Trotzdem haben wir wie so eine Art Becken für diesen Wahnsinn gebaut. Das habe ich irgendwann entdeckt. Man braucht schon irgendwie wie so einen kleinen Zaun. Und in diesem Zaun darfst du dich austoben. Oder so eine Vase. Ja. Spannend. Ja, dann würde ich vielleicht so zu meiner letzten Frage kommen. Du hast ja auch eine Filmliste gemacht für Suna. Ja, vielleicht magst du irgendwie was zu ein, zwei Filmen einfach kurz sagen oder wie du vielleicht so vorgegangen bist mit deiner Liste. Also, wie ich vorgegangen bin, ist vor allem die Filme, die ich. Ich glaube, ich wollte so ein Potpourri machen. Das ist das Ding. Also, ich wollte so ein bisschen Filme zusammenstellen, die. Ja, die mich auch auf jeden Fall thematisch interessieren, weil das sind auf jeden Fall super unterschiedliche Filme, die ich da ausgesucht habe. Aber ich würde sagen, was die alle zusammenbringt, ist so, also es sind einerseits politische Filme und wie ich schon vorhin erwähnt habe, Politik, das ist, also ja, interessiert mich und ich glaube, ich habe mich mega gefreut, dass ihr Schlingensiefs Ausländer-Raus-Container habt. Ich habe so, oh geil, den mache ich auf jeden Fall da rein. Ich finde ihn so sehenswert. Das ist also es ist echt, ich habe so Respekt vor diesem Mann und vor dieser Aktion. Und dementsprechend denke ich mir, das ist einfach ein sehenswerter Film, weil er auch so hart ist. Aber nach wie vor finde ich mega aktuell, vielleicht aktueller denn je, also es hat sich ja nichts verändert. Vielleicht so, es geht, du hast ihn gesehen, oder? Es geht ja um einen Container, wo so Genau, ja. Ausländer rein und dann muss man irgendwie, ich glaube, genau, es wird immer jeden Tag angerufen und gesagt, wer raus muss und Ja. und die Personen werden dann auch wirklich abgeschoben. Ja. Ja, es ist also, ja, ist verrückt auf jeden Fall. Mega, mega verrückt. Aber der hat ja immer wieder so, also ich mag diese Radikalität und ich glaube, das ist das, wovor ich persönlich noch, also wo ich noch gar nicht da bin als Filmemacherin und trotzdem mir irgendwie wünsche, doch irgendwann da zu sein. Also so eine Radikalität in seiner Arbeit, Ja. in seinen Überzeugungen. Davor habe ich mega Respekt jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die das machen. Genau. Dann glaube ich, den Film, den ich auch noch erwähnen wollte, war, und den habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen und habe mich auch mega gefreut, dass ihr den da habt. Und zwar It Felt Like Love.
weil der so zart, so schön ist. Es geht um eine, ich glaube, sie ist 13 Jahre alt und sie erlebt so etwas wie eine erste Liebe und verliebt sich in so einen älteren Typen, der nicht so richtig weiß, ob er sie irgendwie ablehnen soll oder nicht, weil sie halt minderjährig ist und schon immer wieder so irgendwie sich, also sie von sich stößt, aber es auch nicht vollends schafft, weil sie mega in ihn verliebt ist. So würde ich es sagen. Also sonst ist es auch wieder sehr, sehr ehrlich, aber also komplett, natürlich, das ist ein szenischer Film, es ist super, es ist wie, es fühlt sich wie so diese erste Sommerliebe an, die wehgetan hat. Ja, so ist dieser Film wirklich sehenswert. Und ansonsten, ich glaube, der Rest ist auch sehenswert. Also ich glaube, das ist, also, aber dazwischen bewegt sich das. Das ist entweder fand ich das filmisch mega interessant und mega sehenswert, oder es ist eine politische, politische Note mit drin, die ich auf jeden Fall auch immer wieder ja, also selber einfach sehr, sehr gerne politische Filme schaue. Loren. Ich habe diesen Satz wirklich schöner formulieren können. Ja. Aber Sind ich auf konnte jeden Fall ein paar auch von meinen Kommilitonen. Habe ich ein paar. Oder Alumnas. ja, ich konnte dir auf jeden Fall folgen gerade. Ich habe mir deine Liste auch angeschaut und also ich habe nicht alle Filme gesehen, die du da drauf hattest, aber so ein, also auch Welcome to the Dollhouse zum Beispiel, habe ich letztens erst geguckt und so ein lustiger Film irgendwie. Und ja, es spricht aber auch so voll viele Sachen an. Deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall noch mehr in deine Liste reinzugehen, weil ich so einige der Filme auf meiner Filmliste habe. Ah ja. Oder auf meiner Watchlist, die ich noch schauen wollte. Und deswegen, also gibt es mir jetzt einfach mehr Motivation, sie noch zu schauen. Welchen Ja. zum Beispiel? Den Chemtrails over the Chemtrails oder so. Somewhere over the Chemtrails. Somewhere over the Chemtrails. Chemtrails. Ja. Genau. Den wollte ich unbedingt schauen. Der ist schon ganz lange auf meiner Liste drauf. Als auch so ein politischer Film, aber klingt so ein bisschen absurd. Und dann so ganz anderes Genre ist dann Zwei Mütter, glaube ich, heißt der. Ja. Der ist auch schon voll lange auf meiner Liste und Er ist auch sehr sehenswert bezüglich der Machart, finde ich. Also falls man ein Film Freak sozusagen ist, ist es sehr, sehr cool, weil sie hat im Endeffekt mit zwei Schauspielerinnen zusammengearbeitet und dann der Rest ist, sind echte Menschen. Und es geht um zwei Mütter, die eben ja, schwanger werden wollen. Ja. Und es ist auch witzig, wie ich finde, aber ich habe einen komischen Humor. Ja, aber genau, das waren, also das sind jetzt gerade die beiden Filme, die mir einfallen, die ich jetzt auf jeden Fall schauen will, glaube ich, auch jetzt in der Weihnachtspause. Da habe ich voll Lust drauf. Und also deine Liste hat mir einfach so mehr Lust noch gegeben, die zu schauen, oder mich so daran erinnert, dass die auf meiner Liste sind. Ja, Ja. dann Ja. hast du aber in meiner Zeit was vor. Ja, auf jeden Fall. Und ich schaue mir jetzt auf jeden Fall auch noch mehr Suna an, weil ich er hat uns ja diesen Einjahresdings geschenkt. So mega genial. Einfach, ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich drauf. Weil es ist also vor allem jetzt in der Zeit, dachte ich mir, also so Weihnachtszeit, da habe ich auf jeden Fall Lust, ganz, ganz viel zu schauen. Ja, Da habe ich voll. auch endlich Zeit. War die letzten Monate waren echt viel. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwie in dem Programm ist und dann auch noch selber an seinem Drehbuch irgendwie arbeitet und so. Also haben wir auf jeden Fall von ein paar Menschen bei Into the Wild mitbekommen, dass es gerade irgendwie besonders im Herbst voll viel los war und so. Also hoffe ich, dass du auch ein bisschen entspannen kannst jetzt die Weihnachtszeit. Voll. Ja, Auf nochmal jeden Zeit Fall. hast, Filme zu schauen. Es ist echt das, ne? Also so, früher habe ich jeden Tag einen Film geschaut. Mittlerweile ist es so, Wow. bin ich froh, wenn ich einen
Film in der Woche schaffe. Ja, krass. Ja. Ein Film am Tag ist stabil, würde ich sagen. Ja, das ist also, ja. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Ich glaube, von einem Kumpel. Wir haben es irgendwie uns vorgenommen, so, naja, weil man macht ja Filme, deswegen muss man ja Filme schauen. Mittlerweile würde ich sagen, umgekehrt. So, warum muss ich Filme schauen, wenn ich. Nein, es ist immer noch, ich glaube, meine Freizeitbeschäftigung auf jeden Fall Filme zu schauen. Aber Bücher lesen sollte man auch. Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe auch dieses Jahr erst, also ich muss in meinem Studium musste ich ganz viel lesen und dann hatte ich immer gar keinen Bock, noch irgendwas anderes zu lesen. Besonders so politische Sachen und so. Also ich studiere Politik und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen so Science Fiction zu lesen am Rande. Und habe es dann voll genossen, war so, boah, das ist so wie Film schauen, aber ich kann dann so mehrere Monate lang einen Film schauen, sozusagen, in meinem Nice. Kopf. Und deswegen bin ich auch gerade wieder voll im Lesegame, aber ja, also ist ja was anderes als ein Film schauen, aber es ist, wenn man sich drauf einlässt, ne, dann kann es Teilweise ein was. besserer Film, oder? Ja, total, voll sein eigener persönlicher Film. Ja. Schön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, das war okay. Ja, richtig gerne. Es hat mir voll viel Spaß gemacht. Und das war's auch schon. Alinas Filmliste mit ihren eigenen Filmen Störenfriede und Kurschatten und ihren Lieblingsfilmen findet ihr bei Suna. Und natürlich gibt es auch eine große Auswahl anderer Filme, die wir mit Sorgfalt für euch zusammengestellt haben. Suna gibt es im Android- und iOS-App-Store, auf eurem Smart-TV, Apple-TV, im Webbrowser und als Channel bei Amazon Prime. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast und empfehlt ihn euren FreundInnen. Wenn euch Suna gefällt, dann empfehlt auch gerne unseren Streamingdienst weiter. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch Filme, die euch nahe gehen, als surreale Traumwelt oder harte Realität. Macht's gut!